Even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and die. Will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Old But Gold und damit zurück auch, ja, zu Assassin's Creed und damit zu Assassin's Creed Brotherhood und ja, damit dem direkten Nachfolger von Assassin's Creed 2 beziehungsweise auch dem zweiten Teil der Ezio Collection. Und da würde ich sagen, starten wir auch direkt rein mit der Story und ja, beginnt eine neue Sitzung. Let's go. Ich glaube, niemand rechnet damit, eines Morgens aufzuwachen und mitten in einem Krieg zu stecken zwischen zwei Geheimbünden. Also ich nicht. Aber hier bin ich. Auf der einen Seite die Templer, besser bekannt als Abstergo Industries. Ihr Geschäft heißt Macht. In Politik, Wirtschaft, Technologie. Sie geben nicht auf, bis jeder Einzelne von uns ihnen dient. Quasi. Gegen sie kämpfen die Assassinen. Eine Gruppe, die den freien Willen der Menschen schützen will. Durch mein Blut gehöre ich zu ihnen. Vor ein paar Wochen fanden mich die Templer. Sie entführten mich, banden mich auf eine ihrer Maschinen und ließen mich arbeiten. Das Ding heißt Animus. Darin verbrachte ich viel Zeit. Erlebte die Erinnerungen meiner Vorfahren. Entdeckte ganze Leben, gespeichert in meiner DNA. Ich erlebte die Erinnerungen des Assassinen Altair. Er war bei den Kreuzzügen. Die Templer wollten den Standort eines sogenannten Edensplitters finden. Ein antikes Artefakt, das den Willen beeinflussen kann. Sie dachten, sie hätten, wonach sie suchten. Und beschlossen, mich zu liquidieren. Aber Lucy half mir. Lucy. Als es ganz finster aussah, gab sie sich als Assassine zu erkennen und floh mit mir. Ich hoffte, das wäre das Ende meiner Pechsträhne. Aber es war erst der Anfang. Ich stieg wieder in einen Animus. Nun erlebe ich die Erinnerungen von Ezio Auditore da Firenze, meinem Vorfahren aus der Renaissance, auf der Suche nach Antworten. Durch den Sicker-Effekt werde ich nun wirklich zu einem Assassinen. Und das ist gut so, denn die Templer wollen uns alle versklaven. Sie fanden uns. Sie stürmten unser Versteck, jetzt fliehen wir und suchen nach Schutz. Doch es gibt keinen, die Zeit läuft. Mein Name ist Desmond Miles. Das ist meine Geschichte. Führte mich her. Rebecca, was ist los? Ich muss eine Diagnose machen. Ich melde mich gleich. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Okay. Ja, wie wir sehen, hier hat sich das Ende von
von Assassin's Creed 2 abgespielt. Besser im Schoß der Erde, als in der Hand der Menschen. Onkel! Was soll ich sagen? Wir schickten einen Mann gegen eine ganze Armee. Ich war besorgt. Schnell, komm hoch! Wir müssen hier weg! Joa, und mein Controller hat sich gerade eben auch so gedacht. Ich vibriere mal des Todes, Alter. Das war wirklich ganz wild, was da abging. So. Geh mal hier hoch. Wenn Ezio auch will. Jo, danke. Ja, oder auch nicht. Kollege? Müssen wir jetzt hier, weil er zu dumm dafür ist, um große Sprünge machen zu können. Ja, das finde ich doch sehr schön. Auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, hier hat sich auch das Ende von Assassin's Creed 2 abgespielt. Vorsicht, Spoilerwarnung, vielleicht für die Leute, die die Reihe noch nicht gezockt haben, beziehungsweise sie noch irgendwie anzocken wollen. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall, genau, hier hat sich das Ende abgespielt. Ihr würdet nicht glauben, was ich gesehen habe, Onkel. Dann bleib mir bloß am Leben, damit ich davon erfahre. Ich rechne mit Widerstand. Und ich rechne damit, dass die Borgia heute Nacht viele Verluste beklagen. Genau, und von dem gerade eben Ezios Onkel gesprochen hat, gegen diesen Typen haben wir auch am Ende des zweiten Teils gekämpft. Gegen Rodrigo Borgia, der nachher zum Papst wurde und... ja. Che cosa fate qui? Assassini! Gott wird euch für eure Sünden strafen! Ihr habt diese heilige Stätte geschändet! Ihr verdammt, was ihr nicht versteht! Wir müssen gehen, Ezio, los! Jo, sehe ich auch so. Ihr werdet der gerechten Strafe auf nicht entkommen! Auf ihn spricht der Teufel! So, aus dem Weg hier. Damit ich auch endlich rauskomme. Ah, geht noch weiter, perfekt. Kaum. Meine Rüstung schützte mich. Waffen kann ich noch nicht switchen. Aber wie wir sehen, Ezio ist ein reicher Mann mit 53.700 Florin sollten es, glaube ich, sein. Wenn ich mich recht irre. Ich glaube, so hieß die Währung. Okay. Ja, eigentlich hatte ich schon vor, da durchzugehen, aber naja. So, let's go. Was tut ihr denn? Dich retten, so wie es aussieht. Dankeschön. Nicht schlecht, alter Mann. Stimmt. Geil. Du kannst es immer noch. Ah, kommt her. Boah, sauber. Exzellent. Und man merkt auch schon wieder ein Stück weit, sag ich mal, das grafische Update zum einen, aber auch, dass man auch jetzt, was die Kämpfe betrifft, halt, dass die Bewegungen viel smoother sind als in den vorherigen beiden Teilen. Und allgemein alles hier auch ein bisschen flüssiger. Aber was man halt Ubisoft immer lassen muss, ist halt das Worldbuilding. Das ist halt immer richtig krank, wie die das immer umgesetzt bekommen. Sei es in den älteren, aber auch in den neueren Teilen. Also da ist Ubisoft eigentlich schon immer oben mit dabei gewesen. Okay, so. Hier weiter durch die Stadt. Okay. Ich glaube, wir müssen uns immer noch in Rom befinden, wenn mich nicht irre. Und ich glaube, genau, auch der, also der Teil hier hat sich, glaube ich, also der spielt, glaube ich, nur in Rom. Und ich glaube, in Assassin's Creed 2, ich glaube, da war es so, dass wir uns in, also Ezio ist irgendwie gar kein Bock, habe ich das Gefühl, ne? Da war das so, dass, Kollege,
sich das irgendwie halt in mehreren Städten in Italien halt abgespielt hat. Aber irgendwie, Kollege, also da muss ich wohl erstmal hier erledigen, damit wir jetzt erstmal weiter können. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Na gut. Ist dann halt passiert. Ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Aber gut, nehmen wir mal so hin. Und weiter geht's. Digga, der Typ, es hat irgendwie keine Ahnung, Digga. Der. Weiß ich nicht, keine Ahnung, was er zum Frühstück heute gegessen hat. Der hat irgendwie heute gar keinen Bock. Der gute Ezio. So, jetzt geht bitte hier hoch. Vielen Dank. Normalerweise irgendwie, keine Ahnung, funktioniert das eigentlich so relativ, was die Steuerung betrifft, aber irgendwie, ich weiß nicht, manchmal hat das so seine Aussetzer. Liegt natürlich nicht an meinem fehlenden Skill, sondern natürlich an Ezio. Hust, hust. Okay, immer noch weiter. Ja, Bruder, wo müssen wir denn hin? Na komm her, komm. Ich wollte eigentlich einen Konter raushauen, Bruder. Stark. Weg mit euch. So. Nein, dich wollte ich eigentlich nicht aufheben. Kannst ruhig da weiter rumgammeln. Über dich, ja, braucht man sich auch keine Sorgen machen, ehrlich gesagt. Gammel da ruhig weiter rum. Wird sich auch... Ja, perfekt, Digga. Nice. Auch niemand für interessieren. Aber irgendwie, ja, keine Ahnung, Bruder. Ezio wieder mal mit toller Performance hier am Start. Beziehungsweise was auch den Parcours betrifft. Wo ist jetzt er hingerannt, Digga? Er ist auf dem Dach, ja super. Dann renn mal bitte hinterher. Das wäre sehr zufriedenstellend. Erstens für mich und zweitens auch für die Zuschauer. Ja, perfekt. Ganz stronge Leistung auf jeden Fall. Kann ich auch hier irgendwie auf der Karte sehen, wo man dann hin muss? Oder muss ich immer noch dem Penner folgen? Scheint so. Ja, na super. Scheiß Rentner, Digga, beeil dich mal. Mann, Mann, Mann. Gut, aber Ezio ist auch nicht gerade viel besser. Ach, Mann, ey, es kann doch nicht wahr sein, du. Kollege. Was ist los? Geh mal bitte hoch. Dankeschön. So. Auf geht's. Die Entscheidung liegt allein bei dir. Doch fälle sie schnell. Gib ihn mir. Mach später damit, was du willst. Bene. Spring! Und da kommt wieder die Musik. Das ist so episch, Alter. Und da hinten sehen wir schon das Kolosseum. Nice. Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Brotherhood. Okay, sehe ich auch mal Ezio ohne Kapuze. Monteriggioni, Januar 1500. Okay, und dann sprach Minerva von der Sonne. Von einer Katastrophe, die vor langer Zeit geschah und wieder geschehen wird. Irgendwann weit in der Zukunft, Vero. Dann müssen wir uns darum nicht sorgen. Sieh, vielleicht ist unser Werk vollbracht. Wäre das so schlecht? Wir haben das Arsenal aufgestockt, als du weg warst. Ah. Und jetzt ist es üblich, Besucher mit Kanonenkugeln zu empfangen? Bitte verzeih. Sie stehen erst seit ein paar Tagen. Meine Männer sind im Umgang noch nicht geübt. Bruder! Claudia. Schön, hier zu sein. Wie geht's Mutter? Ganz gut. Ich hörte, dass du kommst, aber ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Die Contessa von Forli will dich sprechen. Ich wusste nicht, dass du so berühmt bist. Katharina? Hier? Es ist also vorbei? Ist der Spanier wirklich tot?
Versammelt am Abend alle in Marios Büro. Dort erkläre ich euch alles. Sei gewappnet, Ezio. Sie werden viele Fragen stellen. Claudia, sag der Contessa, ich freue mich, sie heute Abend zu sehen. Buongiorno, Ezio. Caterina, was verschafft mir das Vergnügen deines Besuches? Ich brauche einen Verbündeten. Die päpstlichen Armeen marschieren weiter gen Forli. Deine Söldner wären von großem Wert für meine Sache. Ich kann dir wohl geben, was du brauchst. Doch reden wir später. Mutter. Machiavelli. Es ist getan. Aber wohl nicht so, wie wir es erwartet hatten. Ich betrat Il Vaticano und traf Rodrigo. Er erhob den päpstlichen Hirtenstab gegen mich, doch ich besiegte ihn. Zusammen mit Stab und Apfel konnte ich die Gruft öffnen. Dort sprach ein bewegtes Bild der Göttin Minerva zu mir. Sie sprach von einer Tragödie, die den Menschen in Zukunft zustoßen wird. Versprach aber Hoffnung durch verlorene Tempel, die den Menschen helfen. Und dann sprach sie mit einem Phantom, Desmond, als wäre er dort. Stünde neben mir. Nach dieser Warnung verschwand sie. Erstaunlich. Unvorstellbar, welch Wunder! Die Gruft enthielt nicht die befürchtete Wunderwaffe. Eine gute Nachricht. Und diese Göttin, diese Minerva? War sie menschlich? Ja, doch die Worte zeigen das Gegenteil. Ihre gesamte Art starb vor vielen Jahren. Ich wünschte, ich könnte euch ihre Magie zeigen. Wer ist Desmond und wo sind diese Tempel, die Minerva erwähnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir danach suchen. Sagt mir, wie Borgia sein Ende fand. Winselte Rodrigo um Gnade? Fand er Ausreden? Bot er euch Macht an? Nein, nichts dergleichen. Interessant. Es überrascht mich, dass er die Fassung bewahrte. Ich ließ ihn leben. Der Spanier lebt? Wenn unsere Feinde tot sind, können wir über Gruften, Götter und alte Orte reden. Hättet ihr ihn nur getötet, das werden wir noch bereuen. Ich bin nicht hier, um mich zu rechtfertigen. Gemeinsam müssen wir die Zukunft planen. Nein, ich muss umgehend nach Roma. Ezio, ich weiß nicht, warum du ihn verschont hast, aber ich traue deinem Urteil. Machiavelli wird sich beruhigen. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir zu... So, wir müssen zu seiner Mutter oder zu diesem Typen da? Ah, zu ihr. Willkommen daheim. Möchtest du nochmal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Merda. Ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Thank you.
sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bevölkerung geflohen ist. Ich erledige das. Benutze die Kanonen über dem Wall. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la Vittoria. Insieme. Onkel, sei achtsam. Bin ich. Sie brechen durch das Tor! Ich weiß, ihr seid da, Ezio! Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft. Und davon! Gebt mir die Büchse von seinem Freund. Es gab zu viel Blutvergießen. Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht. So nehmt dies als Einladung von meiner Familie an eure! Und ja, da muss ich sagen, war's das mit einer weiteren Folge von Old But Gold. Diesmal zu Assassin's Creed Brotherhood. Ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, würde ich sagen, wie gewohnt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.